ganz ehrlich sagen, Pizza ist nie verkehrt, ja, und es gibt immer Zeit für eine Pizza. Und deswegen springen wir mal rein, gucken, was der Chu so mit einer Pizza macht. Im Steinofen im Garten, Pizza-Steinofen im Garten gebaut, meine erste eigene Pizza, Baby. Leute, wenn der Content dir gefällt, lass mir gerne ein Abo da, lass mir gerne ein Like da. Willkommen auf der Chu-Bar-Playliste, beziehungsweise Chase U, Julian Bam-Playliste. Wir gucken uns heute gemeinsam auf dem Twitch-Stream das Video an. Hallo zusammen. Hi Mary, grüß dich. Und ich würde sagen, wir holen uns mal ein bisschen Appetit hier. Ich bin ja sehr berühmt für meine kulinarischen Kochkünste, wie schon hier in diesem Video bewiesen. Oh nein! Oh! Und heute craften wir unseren eigenen Steinofen und machen unsere erste Steinofenpizza. Wer sich jetzt denkt, oh mein Digga! Aber was soll man an einem Beautiful Sunday sonst tun, als einen Steinofen zu bauen, Digga? Ja. Und ich wollte das hier hinbauen. Was braucht man? Ich erinnere mich ja auf dem Platz, auf dem letztendlich der Steinofen. Die haben ja war das nicht so in einem Video, da haben sie doch diesen Steinofen da abgebaut, ne? Und dann hieß es, ja, guck mal hier, gab es sogar auch Pizza und alles. Und da kam ja auch der Thomas, Stein für Stein raus. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie das Ganze hier aufgebaut wird. Und das vernetzt sich so. Also wie gesagt, wir gucken später auch noch die Pool-Videos. Auch auf YouTube kommen die ganzen Pool-Videos noch. Aber ich habe so Bock mal zu gucken, wie das Ganze hier so entstanden ist. Meine Beautiful Sunday sonst tun, als einen Steinofen zu bauen, Digga. Und ich wollte das hier hinbauen. Was braucht man für einen Steinofen? Herr Bam. Steine? Steine. Ich glaube, die Pflanzen mache ich weg. Verpisst euch! Ey, Batterie leer, ne? Ich glaub's nicht. Warum ist denn das Ding nach oben gekrümmt? Hört es so? Ich glaube, ich hatte noch nie einen Laubsauger in der Hand. Verpisst euch! Ey, Batterie leer, ne? Ich glaub's nicht. Oh ja, auch Chat, Liebe geht raus an die gute Alice. Die Alice hat mir die Playlisten zusammengestellt oder stellt mir die ganze Zeit die Playlisten zusammen. Das ist so krass. Also gebt mal ein bisschen Liebe an die Alice ab. Vielen, vielen lieben Dank. Ich weiß, das ist voll der Aufwand. Ich habe hier wirklich mehrere Playlisten mit über 80, 90 Videos und so. Also der Content, der kommt. Und ja, vielen lieben Dank, Alice, nochmal an der Stelle. Es macht es wirklich sehr, sehr einfach und ist schön. Also ich hoffe, ihr habt Spaß. Und genau, die Dame hinter der Playlist, um es mal so zu sagen, ist die gute Alice. Ich wollte eh auf Strom verzichten, deswegen, es war eine Message. Grundwasser, was ich hier nutze, stinkt so nach Ei einfach. Das sind Steine für den Ofen? Ich hasse Steine. So ein bisschen... Bauplan. Der Öfenbauplan. Wir haben Steine, wir haben Holz, wir haben Metall. Die Sonne kickt maximal. Ich habe genug Öfen gebaut bei Minecraft, dass ich genau weiß, wie es geht. Das ist das Geilste, oder? Ey, ich kam auch letztes Jahr auf die Idee, mal zu grillen. Kurze Anekdote wegen Steinofen. Und wann grillt Andi? Ja, nicht dann, wenn es irgendwie 20, 25 Grad sind. Dann, wenn es schon 38 Grad runterballert um 16 Uhr. Ich habe auch gedacht, ich stand mit dem Föhn, hab die Grillkohle angeheizt. Was ist denn hier los, ey? Es gibt gleich eine Andi-Bratwurst so. Was kann jetzt schieflaufen? Weil ich schon so zuversichtlich bin, dass es auf jeden Fall klappen wird und dass die beste Pizza sein wird, die ich jemals tasten darf. Könnt ihr euch jetzt schon mal Gedanken machen, was ihr in die Kommentare gleich schreibt, was ich als nächstes machen soll. Dann bauen wir doch mal einen Ofen. Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung. Das wird der Untergrund sein. 3x3. Ein Blatt, das könnte fatal werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, wer von euch wollte einen Pizzasteinofen schon immer haben? Ich. Auf jeden Fall ich hätte wirklich so, ich hatte schon immer das Gefühl, dass wirklich eine Pizza aus einem richtig geilen Steinofen, handcrafted, handmade, das einfach so viel besser macht, ja. Ich habe mir Videos angeschaut und dachte nur, noobs, das geht doch noch simpler. Einmal ein bisschen festtreten. Ja. Was ist denn das mit diesen Crocs, ne? Auch hier, ich bin so gedamaged durch die ganzen Videos mit Schuhen mit seinen Crocs, beziehungsweise jeder schlappt ja in den Crocs rum, ne? Und ich habe wirklich unironische Art und Weise mir heute neue Hausschuhe bestellt. Und ratet mal welche. Keine Crocs. Was, Bruder? Jetzt bauen wir den Untergrund fürs Feuer. Ich mache aber überall ein bisschen Abstand, dann kann ich... Muss man das nicht irgendwie festmörteln oder so? Zu besser arbeiten. Ich bin ja nicht handwerklich begabt, mittlerweile dürfte ihr das erkennen, aber muss man das nicht irgendwie so ein bisschen irgendwie reinquetschen oder sowas? Airflow reinbauen. Hier kommt das Holz hin, das wird dann später Feuer. Jetzt mauern wir das so ein bisschen zu, Freunde. So, wie macht das am meisten? Ey, falschen Scheu, Liebe geht raus. Sinn? So. Auch an dich eine Pizza. So. Oder so. Hey, ist exakt dasselbe. Nur bei dem einen brauche ich zwei Steine mehr. So wie man halt eine Mauer baut. Okay. Die Pizza machen wir beide später auch selber. Gibt es denn im Chat gerade irgendwie so Handwerker unter euch? So ein bisschen so My Hammer Pros? Sieht das, ich weiß nicht, für mich müsste das noch irgendwie, kommt vielleicht noch. Heißt Teig. Erstmal zählen, bevor ich zu wenig Steine gekauft habe. 20 Steine brauche ich noch, 14 habe ich. Hey, wie habe ich mir das denn vorgestellt? Oh!
Diese Steine habe ich auch ein bisschen nach hinten geschoben, damit die Hitze hier hochgehen kann. Und durch diese Airflows kann die Hitze richtig schön arbeiten. Überall an den Seiten hoch, dies, das. Vielleicht mache ich hier auch noch eine. Hier, damit die Ränder auch schön geil werden von der Pizza. Versteht ihr? Sonst habe ich ja nur in der Mitte. Wow. Gut, dass ich nicht geklebt habe. Dann bauen wir jetzt mal die Pizza-Plattform mit diesen Dingern hier. Ich bin maximal verwirrt. Ich denke die ganze Zeit, das kann auch nicht halten. Aber wahrscheinlich kommt es noch so. Ich bin wirklich sehr, sehr ungeduldig. Du hast ja gerade eine Pizza in den Ofen geschoben. In so einen Steinofen? Das wäre mal nice. Aber vorher brauchen wir ein bisschen Eisen. Okay. Ob das so klappt, Leute. Schutzmaßnahmen sind da, Freunde. Sicherheit ist das A und O von Sicherheit. Ey, heftiges Metall gewesen, heftig. Ganz ohne, ganz ehrlich, mit so einer Flex, ne? Und dann mit diesen Hausschuhen. Junge. Dass da noch nichts passiert ist oder so. Ich weiß es nicht. So, hier kommt die Pizza. Dieser seitliche Airflow. Hat gar keinen Sinn gemacht. Es sieht nur scheiße aus. Was machst du? Ich baue einen Öfen. Wo kommt der Thomas? Öfen! Ist das Thomas? Ein Ofen meinst du? Nö. Ich dachte, das ist einfach, machst du heute mal, oder? Okay, guck mal, sieht geil aus, oder? Ist cool. Was denkst du? Ist geil. Was ist das hier? Da kommt die Pizza drauf. Ah. Und schon wieder die Crocs. Das ist so geil, ey. Ich will wirklich in einem Frame erst den Fuß haben und dann auf eine nicht sexuelle Art und Weise und dann letztendlich den Körper. Ich weiß auch nicht wieso, aber das erklärt einiges. Da kommt die Pizza drauf. Und hier kommen kleine Kinder. Diese Crocs, ne? Die machen mich fertig. Aber und, du kannst mir helfen? Ich dachte wirklich, damit. Wenn man nur so halb manchmal hinguckt, dann. Nö. Ich dachte, das ist einfach, machst du heute mal, oder? Okay, guck mal, sieht geil aus, oder? Ist cool. Was denkst du? Ist geil. Was ist das hier? Da kommt die Pizza drauf. Und hier kommen kleine Kinder rein. Junge. Ey. Aber du kannst mir helfen, gar nicht, das später gar nicht creepy, ne? So ein bisschen Es-Style. Abzuräumen. Aber das ist jetzt noch nicht fertig, ne? Das ist nicht fertig. Oder? Ich bin noch nicht fertig. Schau mir zu, wie ich jetzt fertig werde. Halt mal die Dinger. Hold it. Guck. Kann das sein, dass wir mehr Steine brauchen? Nee, das passt perfekt. Guck. Nicht so ganz stabil, ne? Ja, aber muss ja nur halten, oder? Ja, wenn es aber nicht stabil ist, dann hält es auch nicht. Ja. Hält. Thomas hat auch echt ein Urvertrauen, ne? Guck mal hier. So, irgendwie die Fingerchen drunter. Junge. Das ist Arbeitssicherheit. Ja. Hält. Ist stabil. Hält. Boom, Junge, boom. Und der Ofen ist fertig. Ey, lass das aber umdrehen hier. Und dann fällt's ja wieder runter, ne? Schon nee. Drauf. Warum? Nein! Das war doch nicht so smart, wie ich dachte. Wir brauchen einen Stein mehr jeweils nach vorne, oder? Hey, halt mal ohne Witz. Ich will nicht sehen, wie das aussehen würde, wenn ich das mache. Oder so. Meine Fresse, braucht Thomas lang, ey. Was soll denn das? Das schöne Flaschenbürstchen. Frei, dann hilft er mit. Und da braucht er lange. So, denn das ist dreist. Jetzt weiß ich auch, warum Thomas sich aufgeregt hat, als sie den Steinofen abgebaut haben. Das ist das dreist. Thomas hat Stein mitgebracht. Ja. Ach so, ja, hier ist ja. Ach, da muss ich ja doch wieder abbauen, ey. Scheiße! Mann! Lebe gefährlich, Freunde, ich lebe gefährlich. Überstabil! Also ich würde fragen, macht man das wirklich so? Oder hat er so ein Tutorial geguckt, YouTube, how to Steinofen? Thomas, you had one job. Okay. Ich habe das Problem, das du verursacht hast, Thomas, ist auch nicht so schlimm, also ne? Ja? Dass du ein Problem verursacht hast, habe ich mit Mathematik gelöst. Jetzt hauen wir die Sachen drauf und ist der Öfen fertig. So, ist geil, oder? Recht. Ach da, Alter, ich dachte schon. Also, hast du Lust, ein Feuer zu machen auf Neandertaler Basis? Ja, ohne Witz, aber ich bin so leicht irritiert, weil ich denke, das muss man doch noch irgendwie Steine so mit irgendwie einem Verbundmaterial befestigen, dass das alles so, dass die Hitze auch nicht so aus den Löchern, oder ich weiß es nicht, aber vielleicht ist es auch wirklich eine ganz, ganz schlaue Art und Weise, wie man Pizzasteinofen macht. Klar. Soll ich mal drauf, oder? Soll ich drauf gehen? Nee. Sicher? Ja. Oh nein. Öfen ist fertig, Alter. Boah, geil, oder? Oh, geil, oder? Geh nur die Pizza rein. Und hier kommt Feuer. Komm mit rein. Ah!
sauber habe ich das nicht gemacht, aber kann ja ein bisschen nach Stein schmecken. Das stimmt eigentlich, das fällt mir jetzt erst auf. Ich sag das ja gerade, beim Abbauen waren die Pizza, waren die Pizza einzeln. Weil die Steine waren die auch einzeln, das macht auch Sinn. Hey, cool, grüß dich. Ja, aber okay, da muss es ja auch. Wie oft wurde dieser Pizzaofen benutzt? Mehrmals? Oder? Ich weiß es nicht. Habe ich schon. Aber warum ist die Größe denn immer noch an der gleichen Stelle wie vorhin, bevor ich losgefahren bin? Ich schwöre dir, ich habe die benutzt. Hast du nicht benutzt? Doch, ist safe, habe ich die benutzt. Die hast du nicht benutzt? Doch, ich habe die benutzt. Okay, sehe ich ja dann. Ja, siehst du im Video dann. Kommen wir zum nächsten Schritt. Ich zeige euch jetzt, wie man den idealen Pizzateig macht. Oh, das ist was für mich. Da muss ich aufpassen. So. Ich habe es schon, also eigentlich ist es ja ganz einfach, aber... Was viele Leute vergessen, by the way, ist, dass man sich mit dem Mehl erstmal anfreunden muss. Das ist mein Problem. Erstmal... Das war so klar, aber das ist genau mein Problem, ja. Ich denke dann immer, okay, wie mache ich das jetzt am besten? Wie gehe ich daran an die Sache? Naja, hey Chris, grüß dich. Und sich mit dem Mehl erstmal anfreunden muss. Erstmal brauchen wir 500 Gramm Mehl. Sagt sie hier, Frau Kuchen, als hätte man einen schönen Spaziergang am Sandstrand getätigt mit einer wohlduftenden Dame und dann am Ende seine Schuhe auskippt. Mhm. Sind es 500? ...504... Am kolumbianischen Strand. ...503... Jetzt nehmen wir aus unserem kleinen Versteck noch etwas Hefe, Freunde. Das ist Meisterbackhefe. Stärker, einfacher, neutral. Kaum Hefegeschmack oder Geruch. Moin, das Ding stinkt nach Scheiße unter das Mehl. Du kannst nicht viel falsch machen. Ja? Wir nehmen etwas Salz, um genauer zu sein, Ur-Salz. Zu wenig, zu viel. Boah, das sieht so gut aus. Vor allem so, man kann es auch wirklich nachmachen, oder? Ja, Christine, ey, das denke ich mir auch, ob das was wird. Aber ist es ja auch cool, ne? So, sie ist learning by doing. Einfach mal drauf los, einfach mal gucken, ob das fluppt. Das Problem ist, wenn ich jetzt jemand fragt, so, hey, Drew, wie hast du nur die Pizza gemacht? Und er, ja, da, guck das Video an. Das ist so ein bisschen, also ich glaube, ich gehe das nächste Mal auch so ran. Einfach so direkt auf den Tisch schön, am besten noch im Wohnzimmer. Ein bisschen massieren. Jetzt habe ich noch einen kleinen Insider-Tipp und zwar... Tun wir noch ein bisschen Zucker rein. Help me out! Damit das alles ein bisschen fluffiger wird. Aha. Ob das schmecken wird oder. I doubt it. Gehen wir noch einen Schritt zurück. Ob das eine Pizza wird? In diesem Moment frage ich mich, gibt es da draußen wirklich Leute? Du bist aber auch so ein Spielkind, Alter. Nimm die Hand aus dem Essen. Was machst du denn? Das wird eine Calzone, oder? Die glauben, dass hier eine Pizza rauskommt? I doubt it. Auf einer Expedition entdeckten Archäologen etwas unter den Tiefen. Etwas Lebendiges, das tausend Jahre unter der Erde gelebt hat. Was ist es? Es ist... Die Hand. Die Faust! 250 Milliliter lauwarmes Wasser. Warum lauwarmes Wasser eigentlich? Die Soundeffekte, das Sounddesign, das ist ja wirklich, Vince, bist du's? Nimm die Hand aus dem Essen, du solltest niemals, eventuell, ist das so ein Food-YouTuber oder so? Lauwarmes Wasser. Die haben es, glaube ich, mir mal erzählt, gell? Wasser, warum lauwarmes Wasser eigentlich? Das Beste ist, was wird denn im anderen Eck gedreht, Leute? 50 Milliliter Lauf. Pre-Watched, ja, auf jeden Fall. Was wird denn mit dem anderen Eck gedreht? Lauwarmes Wasser. Warum lauwarmes Wasser eigentlich? Richtig, Spüle. Und jetzt machen wir das alles. War das wirklich die Spüle? Oder ich dachte jetzt, die wollten einen Choke machen, aber war das wirklich die Spüle? Milliliter lauwarmes Wasser. Warum lauwarmes Wasser eigentlich? Ich dachte wirklich, das wäre, da wollte jetzt jemand einen Choke machen, aber war das wirklich das Geräusch der Spüle? Das wäre ja wild. Richtig, Spüle. Und jetzt machen wir das alles zu Teig. Ja, lauwarmes Wasser, okay, weil der Hefe, ich habe, okay. Oh, heute ist ein grandioser Tag, Leute, ich merke das schon. Merkt ihr es auch? Kaum ist eine Pizza irgendwie da in der Luft so, Nein! Oh nein, jetzt... Oh, Evangio kam bei Mann im Mond, von der gehörte zu der Raumschiff. Ah, okay. Steht Teig auf dem Boden. Das hört sich an wie ein ertrinkender Seehund irgendwie, gell? Oh, mach die Robbe, ich muss jedes Mal dran denken. Nein!
Oh nein, jetzt entsteht Teig auf dem Boden. Es wird wirklich Teig, Freunde. Na? Hunger? Ja. Man gab mir diese Macht. Doch diese Macht ist auch eine Bürde, die ich trage. Ich muss lernen, mit diesen Händen umzugehen. Ich denke, wenn du dich so mit dem Essen verbindest, dann hast du eine ganz andere Beziehung zu der Pizza. Ich weiß gar nicht, warum ich das so auf den Tisch gemacht habe. By the way, der Tisch ist vorher auch... Pizzabäcker reagiert auf Julian Bam. Sauber gemacht worden, ne? Also, ich merke, sie sind da sehr verspannt. Teig kann schon ein räudiger sein, ne? Ja, jetzt klebt ein bisschen Paper hier, aber so ein bisschen Serviette in der Pizza. Lecker. Zellulose, das passt schon. Geht das jetzt ein? Ich glaube, wenn du so eine Fertigpizza von Beep irgendwie dir kaufst, ist bestimmt auch Zellulose drin. Ach, aber gegen die Kraft der Zirkulation kann selbst Mehl nicht mehr standhalten. Sollen wir ja, draus bauen? Es ist Mr. Mehlmann. Is this life? Oh wow, this is pretty cool. Yeah, I've got so much to do. What should I do first? Oh, Mr. Mehlmann. Oh. Ich nehme das doch alles mit hier. Ey, heute flupt's aber in dem Reaction-Content wirklich gut, ne? Vom Boden. Ja. Öl. Oh. So. Wieso nicht? Wichtig ist auch, dass er jetzt so ein Zewa oder ein Papiertaschentuch um die Ölflasche hat. Ich wette, in 3 Sekunden fasst er das so an. Meine, das gelesen zu haben, Freunde. Scheiße, ich krieg so Hunger, obwohl das gar nicht so appetitlich aussieht, oder? Teig ist schon was Geiles, Mann. Hätte ich das damals gewusst, hätte ich doch nicht mit Knete gespielt. Wisst ihr was, das klebt mir noch zu viel. Doch nicht so viel. Das ist genau richtig. Das ist genau mein Problem. Insert Anni hier. Nämlich jetzt, kennt ihr das? Wenn du nicht weißt, okay, muss jetzt mehr Mehl dran? Oder was ist jetzt das Problem hier? Trocken, genauso trocken, wie ich die Pizza haben wollte. Profi. Tun wir das jetzt in die Sonne? Ja? Ja. Ist ja schön warm. Monsieur, Monsieur. Haben Sie gesehen, mein Bonbon? Hier ist Ihr Bonbon. Am Sonne ist er gut, ja, ja, das ist sehr gut. Alles so, echt. Da wird sich unsere Buchhaltung freuen, wenn die wissen, dass es einfach Rechnungen sind. Nein! Ist das nicht ein schöner Tag? Das ist wunderschön. Danke. Guck mal, das sieht vor allem sehr, sehr hot aus. Das ist riesig, die Pizza. Also, das sieht aus wie so ein Pizzastück. Ja? Ja. Ein Pizzastück oder eine Pizza? Eine Pizza. Basilikum. Das ist so ein Herz. Hätte ja auch klappen können. Noch heißer. Ist noch heißer? Tu mal deine Hand richtig rein, richtig rein. Mach mal so den Arm richtig rein. Oh, das ist ja viel zu viel. Du musst das essen, schnell. Ist das. Bar, wie bar? Weißt du? Ey, die Pizza ist sehr, sehr experimentell, sag ich mal so. Das ist doch keine einfach so Tomatenmark. Ess du das? Nein, bar. So, passt doch. Gouda, so geil, Digga. Das Geile ist, es ist so viel Dreck hier. Ah! Boah, geil, Digga, guck mal. Wow, Digga. Ich hätte schon Angst gehabt, Thomas versenkt sich die Haare, aber... Der beste Tag meines Lebens, danke, Thomas. Mal richtig cheesy. Ey, das sieht so geil aus. Boah, ich brauche auch so ein Stück Käse, Alter. Einfach ein Stück Käse gegessen? Nee. Was ist denn das? Ein bisschen Salt. Au! Was ist da wirklich... Ich bin leicht irritiert durch die Hand da hinten oder so. Sorry, ich weiß ich nicht, mach einfach mit Schwung jetzt, ja? Ah, guck mal. Geil. Immer 13:30. Seven vs. Wild, Dienstag, Donnerstag 13:30, Mittwochs, Freitags 20 Uhr auf YouTube. Yes, yes, yes. Lecker. Dass du die hinten eher ablegst, weiter hinten. Oregano, richtig Kiska. Oregano, ja, vielleicht noch ein bisschen auch den Tomaten, was soll ich sagen, den Tomatenteig würzen, wollte ich sagen. Die Tomaten so ein bisschen würzen, das wäre auch nicht schlecht. Oh, nicht schmeißen. Du Huren, geh doch ab jetzt. Ja, ja, ja. Aber die Pizza sieht erstaunlich gut aus, muss ich sagen. Und irgendwie ist es krass, das ist Feuer und alles, das ist so, das hell, dass nichts zusammenfällt. Das ist irgendwie schon beeindruckend. Die Pizza. Dass einfach das so jetzt aufgeht, der Plan. Was drin? Quasi rausholen, dann kann man die auf dem Blech drehen. Aha, drehen. Ich krieg die nicht gedreht, ist so heiß. Ich dreh noch. Ah, das ist heiß. Warte, jetzt. Ich werf die hoch. Nein! Warte, ah, rauf. Eieiei. Ja, ist doch gut so. Geil! Ist es nicht lecker? Ist es, ja, okay. Ich wollte gerade fragen, ist das ja, ist wahrscheinlich so ein Tool, um eine Pizza aus dem Steinofen zu holen? Oder ist das, ich dachte erst, das wäre so eine Schneeschaufel vom letzten Winter. Erstmal so die Einfahrt vom Schnee befreiten, dann direkt in die Pizza rein. Warte, jetzt. Ich werf die hoch. Nein! Warte, ah, rauf! Eieiei! Ja, ist doch gut so. Geil! Das Geräusch ist es auch. Nicht lecker? Also, ich muss sagen, die Pizza sieht besser aus als erwartet. Der Teig könnte vielleicht, obwohl. Ja, ja. Siehst du, hier ist ein bisschen angekuckelt, das schneiden wir ab. Das kannst du nicht mehr
Ja, aber daran hättest Acrylamid. Du ja festhalten können, die Pizza. Du hast recht. Oregano, finde ich, kannst du überall drauf tun, schmeckt danach. Ah, guck mal, hier kommt ein Oregano-Kiska. Aber nach Pizza. Ein bisschen Natur. Es wird geschnitten. Das fühlt sich gut an. Oh, Freunde, Bruder. Oh. Sieht ein bisschen trocken aus so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Basilikum, ne, oder so peppt immer alles auf. Ich finde immer, wenn so ein optisch Schmankerl dabei ist, jetzt wie hier eine grüne Farbe, so ein bisschen was, das macht schon ganz saftig alles. Ich schneide bei Pizzen manchmal kleine und große Stücke, dann esse ich die kleinen zuerst und denke so, boah, ich habe schon bisschen die dunkler. Hälfte gegessen, von der Anzahl her aber, und dann esse ich dieses große Stück und denke so, boah, ich habe noch eine komplette Pizza. Selbstgemachte Pizza im Steinofen, selbstgebauter Steinofen, was geht? So, dann schauen wir mal, wie schnell die Lebensmittelvergiftung kommen wird. Ja. Kann man essen. Das ist auch sowas typisch Deutsches, ne? Kann man essen. Wo ich kotze? Du hast noch Zeit. Hast du kurz Zeit? Pizza. Wer ist da? Ist es Julia? Nein. Wer könnte es sein? Aber wenn, dann sterben wir zusammen. Oh. Welches Stück möchtest du haben? Kleines Stück. Das hätte ja wenn als Arbeitsunfall, oder? Erstmal. Pizza 1, Zahn 0. Zahn verloren. Also sternemäßig würdest du sagen 1 bis 5? Wenn 5 gut ist, 2,5. Wow. Ey, ist immerhin was. Ich finde das. Aber ich wette, kennt ihr das? Bei den Lieferdiensten, ne? Stellt euch jetzt vor, es wäre der 3.4. einfach um 8. Und du möchtest mit mir Seven vs. Wild gucken, gleich später. Und du willst eine Pizza holen. Und du bestellst irgendwie in einem rollenden Lieferservice. Oder ich sag mal so, dein Lieferservice des Vertrauens hat aus. Und dann denkst du dir, okay, du probierst was Neues. Das sind immer die wildesten Abende. Kennt ihr das? Ich probiere einen neuen Lieferservice, aka ich habe Bock auf irgendwie eine Geschlechtskrankheit. Und dann kommt die Pizza und du beißt rein und du wusstest ganz genau, warum du niemals dort bestellst. Die Pizza ist bestimmt 1000-mal besser als jedes dieser experimentellen neuen Lieferservices. Diese ganz dubiosen, die dann auch, keine Ahnung, 1000 verschiedene Gerichte anbieten. Du weißt, Döner, Pizza, irgendwie Burger, italienisch, asiatisch, so, es geht einfach schief. Also ich könnte mir vorstellen, die schmeckt auf jeden Fall besser. Das hat Potenzial nach oben. Und kannst du mir noch helfen, den Steinofen gleich abzubauen? ist nicht sein Ernst. Ich glaube, wir müssen erstmal löschen, oder? Gott sei Dank weiß ich ja, dass der nicht abgebaut wurde.